Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir sind jetzt hier in the City und da ist plötzlich ein Ghoul aufgetaucht. Heute wollen wir eine Party stürmen. Das ist der Plan für heute. Ich weiß nicht, welche Art Quest das ist. Vielleicht ist das ja die Pfadfinder-Quest. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Deswegen bin ich ja erst hierher gegangen, weil ich die Hoffnung hatte, dass das die die Pfadfinder-Quest ist. Weil Pfadfinder feiern ja auch Partys, ne? Ding dong. Oh. Alles klar. Ein abgeschirmtes Gebäude. Bei solchen Quests ist es aber wahrscheinlicher, andere Spieler zu sehen, oder? Abgestürzt auf Nuka. Ach so. Ah. Das ist die Brauerei. Jetzt weiß ich, was das ist. Die letzte Party aller Zeiten. Hier geht's runter. Ich glaube, mehr als Kakerlaken sehen wir hier nicht, ne? Was ist denn das so? Moment. Ich muss mal ganz kurz. Menü. Einstellungen. Was habt ihr mit dem Sound gemacht, Bifester? Irgendwie ist ganz seltsam. Radio in der Welt. Chat. Gesamtlautstärke. Bleibt mal so. Stimmen, laut, Musik. Effekte. Ich hab's ein bisschen leiser gemacht und jetzt ist es weg. Hä? Ich hab's auf die gleiche Lautstärke gestellt wie vorher auch. Aber jetzt ist es leiser. Oder auch nicht. Keine Ahnung, es verwirrt mich. Ich lasse das mal so. Ich kann es ja im Endeffekt bearbeiten. Ein Ghoul? Nee, das ist mir persönlich selbst auch schon zu laut. Okay, machen wir einen runter. Und plötzlich ist es scheiße leise. Oder auch nicht. Aber ich habe mir die Mütze weggeschossen. Sorry. Das wollte ich nicht. Das heißt, hier lerne ich, wie man braut. Irgendwo. Open. Ich glaube, der Laden hier ist geöffnet. Jeans. Oh, Bügeleisen. Letzte Initiation. Für mich und meinen Kumpel Max da drüben. Während der Party sollten wir hier eingesperrt sein. Und das wäre es gewesen. Ein letzter Test. Am Ende gab's Alkohol. Zur Feier des Tages. Sie nannten es Nukeschein. Ich habe das Zeug heimlich weggekippt. Es war eine verdammt tiefe Stimme für einen Jugendlichen. Ach, guck mal da. Nukeschein, Vintage. Und da kriege ich das Rezept wahrscheinlich her, ne? Aber vorher möchte ich noch eine Sache durchlesen. Das Mannequin. Badger, du weißt, ich mag dich. Die Brüder mögen dich auch. Du bist so ungefähr mein viertliebster Pimai. Aber hör mal, die Sache mit der Schaufensterpuppe muss endlich aufhören. Am Anfang war es ja noch lustig. Wir haben alle gelacht, als du das Ding aus dem Laden mitgebracht hast. Ich fand es etwas schräg, als du es Susie genannt hast. Und mit zum Essen genommen hast. Aber hey, wenn es dich glücklich macht. In letzter Zeit aber, hey, Badger, mir fehlen langsam die Worte. Wir haben ein Treffen einberufen und waren einstimmig dafür, dass Susie, verdammt, jetzt nenne ich das dumme Ding auch noch so, der Satz ergibt kaum Sinn. Schmeiß diese Schaufensterpuppe einfach weg. Ich werde nicht nochmal so nett fragen. Gruß, John.
Guck mal, da ist Susi. Ich habe Susi endlich getötet. Ich habe das getan, was alle immer machen wollten. Okay, wir haben jetzt die Nougat-Schein. Ich werde sie nur nicht trinken, wir werden das mal lesen. So. Willkommen am persönlichen Terminal. Nachrichten. Zeug, das mir Leute geschickt haben, nicht vergessen. Irgendwann lesen. Ist dir vielleicht sowieso egal. Liest du diese Nachrichten überhaupt? Okay, ich muss wahrscheinlich oben anfangen. Ted, könnten wir bitte die Pläne zum Verlegen des Nougat-Schein ins P-Haus für deine Party konkretisieren? Levis spricht erst wieder mit mir, wenn ich ein Datum festgesetzt habe und er besitzt als einziger die Formel. Übrigens, der Witz, den die P-Mice über ihn erzählt haben, ist auf uns zurückgefallen. Gar nicht lustig, sein Nougat-Schein wird deine Räumungsparty zum Ereignis des Jahres machen. Also keine billigen Späße mehr auf seine Kosten, okay, Judy? Empfehlung? Ted, es gibt großartige Neuigkeiten. Professor O hat einen Job für mich. Sie meinte, ich würde gut reinpassen. Allerdings werden für die Praktikumsbewerbung 2 Empfehlungen benötigt. Der andere, Charlie, hat mir eine geschrieben und vielleicht bekomme ich ja auch eine von dir. Du hast mir ja mal gesagt, Schreiben wäre nicht deine Stärke. Ich finde aber, dass du das ziemlich gut kannst. Manchmal versuche ich sogar, deinen Stil zu kopieren. Meinst du, du könntest ein paar coole Worte über mich verfassen? Ich wollte dich persönlich fragen, aber du hattest wie immer einen Kater. Das ist krass. Hoffentlich liest du es bald. Dieses Praktikum zu kriegen, würde mir und meiner Mutter viel bedeuten. Danke, Ted. Hoppla. Ich habe meinen Namen vergessen. Da vergesse ich doch wirklich sowas Wichtiges bei so einer wichtigen Anfrage. Hey? Nochmal hoppla. Ich habe schon wieder meinen Namen vergessen. Ich bin Charlie. Achso, bei der Empfehlung. Ist dir vielleicht sowas egal? Liest du diese Nachrichten überhaupt, Ted? Bestimmt nicht, aber trotzdem sitze ich hier und tippe sie. Damit du es weißt, ich habe auch eine Empfehlung für Charlie in deinem Namen geschrieben. Ich bin zu Pi Kappa Mai gegangen, weil ich das Beste aus meiner Studienzeit machen wollte. Und ihr wisst besser als alle anderen, wie man die Puppen tanzen lässt. Nach 4 Abenden hintereinander mit Abstürzen und Ohnmacht ist mir klar geworden, dass ihr auch nichts anderes könnt. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber die Pi-Mais liegen mir am Herzen. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist, weil du ein Arsch oder einfach nur zu dumm dafür bist. Also gehe ich. Ich will nicht mehr egoistisch sein, sondern der Welt etwas Gutes tun. Die Geisteswissenschaften scheinen mir da ein guter Anfang zu sein. Viel Spaß noch beim Feiern. Auf Nimmerwiedersehen, Daily. Das Nougat-Schein hat ihm anscheinend das Hirn verbrannt. Monatliche Mitteilung September 2077. Studentenverbindung Pi Kappa Mai. Monatliche Mitteilung September 2077. Seid gegrüßt, liebe Pi Mai Brüder. Es folgen die monatlichen Neuigkeiten. Erstens, die sogenannte Leitung der Voltec Universität hat einen Haufen vollkommen falscher Anschuldigungen gegen uns erfunden, weil ihnen nicht gefällt, wie heftig wir Party machen. Also was bedeutet das für euch? Rein gar nichts. Wir werfen ihre Mitteilung in den Müll und haben bereits einen tollen Plan, wie wir es schaffen können, mit der Uni nichts mehr zu tun zu haben. Rechtlich absolut sicher. Danach gehört uns im Grunde genommen das P-Haus. Wie cool ist das denn bitte? Zweitens, wir wissen doch alle, dass die Ad-Pets die totalen Trottel und Versager sind, aber einige von denen sind gar nicht mal so uncool. Vor allem die, die gerade diese heiße neue Kneipe in der Nähe des Campus eröffnet haben. Sie wollen mir allerdings erst sagen, wo sie ist, und wie man reinkommt, wenn ihr aufhört, sie schlecht zu behandeln. Ihr alle. Und damit meine ich auch dich, Bedgar. Es geht um selbstgebranntes mit Nuka-Cola. Also verbockt es nicht. Drittens. Streich des Monats. Letzten Monat haben wir den Kopf dieser dummen Vault-Boy-Statue auf dem Campus geklaut. Und das hat das Establishment so richtig gefuchst. Lasst uns diesen Monat mal was Kreatives machen. Wir wollten eigentlich das Ad-Pet-Haus überfallen, aber das ist definitiv abgesagt. Also lasst ein paar Ideen rüberwachsen. Sollten die allerdings was mit Feuer zu tun haben, könnt ihr dieses Mal für euch behalten. So viel erstmal für diesen Monat. Pi-Mais und nicht vergessen, jeder Tag ist Feiertag. Vorschläge zu Statutenänderungen. Seid gegrüßt, Brüder. Es folgen einige Vorschläge zu Statutenänderungen. Schweres Wort.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir vorher keine Statuten hatten, also möchte ich das jetzt ändern. Pi Kappa Mai. Vorschläge zu Statutenänderung. Änderung 1. Außenstehende, die müssen wir jetzt bezahlen. Ich habe den Deckel für unsere letzten drei Partys übernommen, was mich ziemlich sauer macht. Änderung Nummer 2. Keine Streiche bei anderen Pi-Mais. Es gibt eine Menge Leute, denen wir Streiche spielen können, ohne dass unsere eigenen Mitglieder daran glauben müssen. Außerdem haben wir alle Hände voll damit zu tun, unsere Füchse fertig zu machen. Wir tanzen auf zu vielen Hochzeiten. Änderung 3. Einladung von Außenstehenden zu offiziellen Pi-Haus-Veranstaltungen. Das ist zwar im Grunde genommen erlaubt, aber es gelten ein paar Grundregeln. Eierköpfe, Spaßbremsen, Schemsüchtige, Schnörrer und alte Leute haben keinen Zutritt. Wir machen hier Partys und bieten keinen Fahrten nach Spießerhausen an. Änderung Nummer 4. Es wird nicht aufs Dach geklettert. Ich dachte, das wäre eigentlich klar. Aber dank euch Trotteln muss ich das jetzt schriftlich festhalten. Änderung Nummer 5. Noch mehr Sachen aus den Statuten anderer Verbindungen übernehmen. Ich schätze, das ist wohl eher eine Aufgabe als eine Änderung. Wer dafür ist, kommt zu mir und sagt ja oder so. Wer dagegen ist, behält es für sich. Wir müssen aufs Dach. Aber first müssen wir da runter, glaube ich. Ne, wir müssen die Flasche trinken. Die Flasche. Coca-Cola Schein. Ich höre Schritte. Sind das echte Schritte oder sind das jetzt Halluzinationen? Ungebetene Gäste. Ich erschieße ungebetene Gäste. Wie krass ist das denn? Ist das nicht ein bisschen zu krass? Besiege du. Ah, entweder die Gäste besiegen oder abwarten. Alter, ich sehe hier gar nichts. Und das hört sich alles so komisch an, wenn ich schieße. Oh, ich habe keine Munition mehr. Take this! Sind hier noch ungebetene Gäste? Achso, nee, das ist nur optional. Ich sehe hier gar nichts, Alter. Was sind das für eine Droge? So. Das waren immer noch nicht alle. Headshot? Okay, ich glaube, die spawnen immer neu. Aber ich höre auch nichts mehr. Am besten wäre es jetzt noch, wenn die Puppe aufsteht. Hier ist nichts mehr. Achso, abgeschlossen. Ja klar, jetzt warten wir noch 20 Sekunden. Alles nur, um brauen zu können. Na gut, so eine kleine Braumaschine nehme ich. Mal gucken, wo wir die hinstellen. Ich kann keine Gitarre mit der Powerrüstung spielen, das kann ich euch aber beweisen, dass das geht. Hätte ich eine Powerrüstung. Was ist nur los? Bin ich jetzt ins Koma gefallen? Was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, währenddessen wir gelesen haben, Platz 1 hat ein paar Leute getötet. Das macht mir ein bisschen Angst. Eines Tages bin ich stark genug, um da einfach mal hinzugehen und alle wegzupfeffern, die da kommen. Lies das Nuka-Schein-Etikett in deinem Inventar. Ja, tatsächlich. Bin ich jetzt auf dem Dach? Ich bin auf dem Dach. Was du mit der 44er gemacht hast, weiß ich auch nicht. Aber du hattest auf jeden Fall Spaß. Nee, ich bin nicht auf dem Dach. Ich bin... Wo bin ich? Wie bin ich denn hier hingekommen? Ist wenigstens die andere Quest hier in der Nähe? Ja. Cool. Oh. Der Snoop hier hat schon 10 Leute getötet. Eigentlich müsste ich losgehen und ihn jagen, ey. Aber der würde bestimmt richtig Kronkorken geben. Alter Schwede. Ich habe nur keine Lust, in seiner Nähe zu sein. Oh!
Snoopy ist tot. Platz 2 hat ihn getötet. Der hat auf ihn bestimmt da gewartet, der hat gecampt. Bis der kommt. Crazy shit. Hä? Platz 2? Platz 2? Platz 2? Ich hab Angst, ich geh rein. Das waren komische Geräusche. Okay. An unsere Uni steht ein Junge, grau und alt. Die Treppe hinter ihm ist dein erstes Halt. Hinter der rechten Ecke schau die Straße dir an. Links findest du den Ort unseres Treffens sodann. Das kann man nicht lesen. WTF. Wie fest da. Und du dich dort vergießen lässt. Keine Ahnung. Nimm die Hintertür und du kannst einen heben. Löse das Rätsel. Ah, jetzt steht's da. An unserer Uni steht ein Junge, grau und alt. Die Treppe hinter ihm ist dein erster Halt. Hinter der rechten Ecke schau die Straße dir an. Links findest du den Ort unseres Treffens sodann. Wenn du dich dort verzieren lässt, hält es ein Leben. Wenn du die Hintertür findest, bekommst du einen Drink. Wir suchen also noch einen Tätowierstand. Da muss ich ja zurück. Ich wollte mich doch verarschen. Ich bin doch jetzt hier unten. Jetzt sind sie alle Platz 1. Was ist hier los? Okay. Mir gefällt nicht, dass Platz 1 hier in der Nähe ist. Oh Gott, da bin ich dran vorbeigelaufen. Ja gut. Ab zu Vault hast du nicht gesehen. Und dann gehen wir nochmal dahin. Scheiße, Leute, ich bin Platz 3. Kacke. Doch nicht jetzt. Die werden mich jagen. Das sind Leute, die jagen einen, die hier sind. Auf diesem Server. Ich werde Gottverdammt nochmal sterben. Oder ich krieg sie, bevor sie mich kriegen. Mr. GVV hat Right Boy getötet. Oh je, oh je, oh je. Das gefällt mir nicht. Wieso bin ich Platz 3? Ich muss auf jeden Fall aufpassen, wo Platz 1 und 2 rumläuft. Wobei, der Snoopy ist doch da, oder? Ja, Snoopy ist noch hier. Irgendwo läuft hier noch Snoopy durch die Gegend und der sammelt auch leider Leute. Und ich laufe gleich auf offener Straße rum. Schön. Geht's dir gut, Dude? Okay. Der läuft hundertprozentig in meine Richtung. Oh, ich bin Platz 4. Okay, Leute. Wir sind wieder hier. Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass wir wieder Platz 3 sind. Weil dieser Mr. VVG oder wie auch hieß, ist jetzt tot. Der wurde umgebracht. Von jemandem, der gesucht worden ist. Und das Problem ist, ich bin halt jetzt Platz 3. Und ich bin wieder gesucht. Bin quasi jetzt ein Opfer. Geil. Ich liebe es ja, ein Opfer zu sein. Alter, die sind Stufe 5. Wenn ich die nicht mal killen kann, wie soll ich denn die Menschen killen? Ach, das ist Mama Dolce. Ah. Das erklärt, warum die hier rumgeballern. Ins Wasser darf ich auch nicht. Shit. Wobei, so tief sieht das nicht aus.
Perfekt. So, an unserer Uni steht ein Junge, grau und alt. Check. Die Treppe hinter ihm ist dein erster Halt. Das heißt, ich soll hier rein? Hinter der rechten Ecke schau dir die Straße an. Ja. Links findest du den Ort unseres Treffens sodann. Ich sehe, da leuchtet's rot. Wenn du dich dort verzieren lässt, hält es dein Leben lang. Lukaschein. Auf einfacher als gedacht. Easy going. Jetzt muss ich nur mal kurz was essen. Ach cool, hab's direkt gelernt. Ja, nice. Okay. Dennoch bin ich Platz 3. Kann ich hier, mich hier tätowieren lassen? Meine Freunde sind die allerbesten. Besonders dieser reizende kleine Ziegelstein da drüben. Wie geht's dir, Steini? Das war's? Okay, noch sucht keiner nach mir. Also keiner, der weit oben ist. Oh Mann, ich will nicht Platz 3 sein. Kann ich immer noch irgendjemanden töten, damit ich Platz 4 bin? Ich mag es eher so, wenn ich zufällig jemanden sehe. War doch nicht so. Vor allem, wenn ich jetzt lesen muss. Big als Anzeige. Was? Anzeigenentwürfe. Alice, das habe ich bisher hinbekommen. Ist gar nicht so einfach. Sag mir, was du davon hältst, Steve. Printwerbung, Entwurf 1, Lust auf Tinte, dann besuch... Was war das für ein Geräusch? Oh, das sind nur wieder meine Ketten. Lust auf Tinte, dann besucht Big L's Tattoo-Studio beim Campus und werde zur Legende. Erlebt, wie es sich anfühlt, wenn die preisgekrönte Künstlerin Alice Big L Loveless eure Haut mit jahrzehntelanger Erfahrung verschönert. Printwerbung, Entwurf 5. Fühlt ihr euch niedergeschlagen? Da hilft eine preisgekrönte Tätowierung. Besucht Big L's Tattoo-Studio und lasst euch von Alice Big L Loveless das Leben retten. Das lese ich mir nicht durch. Leute, ich möchte offen und ehrlich sein. Wir haben jetzt seit einiger Zeit Probleme. Trotz vieler Versuche, Werbung bei Einheimischen und Studenten zu machen, habe ich die Tatsache akzeptiert, dass wir nicht über das nötige Budget verfügen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Tut mir leid, Steve, ist nichts Persönliches. Zum Glück haben mir ein paar geschäftstüchtige junge Leute von der Universität ein extrem lukratives Angebot gemacht. Sie mieten unseren Keller für einen anfänglichen Zeitraum von 10 Jahren. Keine Zeit vergeudet. Ich bin Vollzeit-Alki. Und dieser Keller ist mein schickes Büro. Der wird wahrscheinlich im Keller sein, der Roboter. Und verschaffen mir damit so viel Geld, dass ich nie wieder arbeiten muss. Falls ihr euch fragt, was sie da unten verkaufen wollen, ich weiß es nicht und es ist mir auch egal. Alice Big L Loveless. PS, lasst den neuen Nuka-Cola-Automaten im Pausenraum in Ruhe. Anscheinend steht der nicht für Cola da. Da soll einer schlau draus werden. Da wird das Schein drin sein. Gott, kommt mich bitte nicht besuchen. Eigentlich könnte ich jetzt hier stehen und warten, ne? Wie komme ich in den Keller? Lukas Schein. Alles klar, coole Sache. Wandklavier. Muss ich hier spielen? Haben wir eine Jukebox? Ach, da ist der Betrunkene.
Kammer, Kammer steht immer offen. Entschuldigung, könnten Sie mir kurz zur Hand gehen? Sie haben ja welche. Ich bin Al und Alkohol ist die Nummer 1 der Fuseltest-Robo-Erde in ganz Heavily. In ganz Heavily. Jetzt Happy Lake, ja. Das Hauptgetränk in dieser Spelunke, Nukaschein, ist seit langem für einen L-Qualitätstest überfällig. Werden Sie so gut und stellen mir eine Charge Nukaschein her, damit ich meinen Job machen kann. Das Rezept liegt vor, aber ich glaube, einen Teil davon habe ich in diesem verschlossenen Vorratsraum vergessen. Hoppala. Nuka scheint Zutaten Teil 1 hinzugefügt. Oh Gott. Ich bin nur auf Platz 3. Warum? Die sehen mein Level und denken sich, ja, das ist geschenkt. Jetzt muss ich auch noch meine Rüstung ausziehen. Okay, Freunde. Meine Güte, wenn das nicht mein bestester Freund ist. Beschränkung Vorratsraum. Aber sofort ist der Zutritt zum hinteren Vorratsraum ausschließlich beschränkt auf Levis und mich. Nukaschein ist auch weiterhin ein Teamprodukt aller Adpads. Aber da wir jetzt eine richtige Firma sind, gibt es Sicherheitsbedenken und Vorschriften, aufgrund derer wir unsere Politik der offenen Tür nicht mehr fortführen können. Ich mag euch alle, aber muss aber darauf bestehen, seid professionell und begreift, dass es zu eurem Besten ist. Weitere Einzelheiten kann ich derzeit leider nicht nennen. Vielen Dank für euer Verständnis. Beschränkung L. L ist ein Roboter-Prototyp, den Levis zur Unterstützung für die Nukaschein-Initiative besorgt hat. Er kann alkoholische Getränke aufnehmen und verstoffwechseln. Es werden noch weitere Hinweise zu seiner... Es war einmal ein Hirn in einem Behälter. Und wenn es nicht gestorben ist, dann trinkt es noch heute. Es werden noch weitere Hinweise zu seiner Nutzung folgen. Vorerst solltet ihr aber nicht mit ihm experimentieren. Noch wichtiger ist aber, dass ihr niemanden außerhalb des Projekts von ihm erzählt. Wie schon gesagt, kann ich erstmal keine weiteren Einzelheiten nennen, aber ich brauche eure Unterstützung, Judy. Sicherheitstiersteuerung. Der allgemeine Zugang zum Vorratsraum wurde eingeschränkt. Wenden Sie sich bitte an Judy Lovell, Psyhaus. Und dann haben wir ja noch... Hier. Streng geheim, Nukaschein Zutaten. 5 Mais, 5 Klingenkorn, 5 Holz. Als Brennstoff. 2 abgekochtes Wasser. Wo ist Luis überhaupt? Wir hatten kaum Zeit zum Reden. Tja, ich wünschte, ich könnte ihm sagen, wie bombig ich mich fühle. An Braustationen können Sude hergestellt werden, die mit der Zeit zu trinkbarem Alkohol werden. Gärungsfähig. Okay. Das heißt, ich muss jetzt erstmal die Zutaten finden, die ich brauche. Aber trotzdem brauche ich noch das Passwort. Seien Sie nicht schüchtern. Plaudern wir doch etwas. Ich muss mal ganz kurz... Oh, bin ich wieder Platz 4? Oh, Gott sei Dank. Erstmal trinke ich selber was. Meine Aufnehmerkammer fühlt sich so leer an. Oder ist es meine Anhäufungseinheit? Das heißt, ich muss doch raus. Gut, Freunde, aber ich würde sagen, solange ich hier in Sicherheit bin, ich muss nämlich auf die Toilette, beenden wir hier die Folge und sehen uns in der nächsten wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.